Hast du dir nochmal Hypersoft geholt, Rufus? Nein. Nein. Hast du da abgekürzt? Nein. Ja, es hat er gehabt. Nein. Hex aktiviert. Ja. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,9 Sekunden. Die Ultras sind deine Reifen, ne, Poppy? Die sind geil, ne? Deine Reifen sind es zumindest, weil du mir gerade enorm wegfährst. Wie viele Sekunden trenne ich denn? 8. 8. Also komme ich irgendwo zwischen euch raus wahrscheinlich. Hoffst du mal? Ja, glaub schon. So nah. Im zweiten Info-Tab. Ja, zwischen euch. Außer du legst jetzt eine super Runde hinter mir. Und dann müsste ich dich auch hinter mir halten. Du wechselst ja jetzt auf die Hypers. Ja, aber klar, musst du es dann machen. Ich meine ja erstmal, wo ich rauskomme. Nicht, wo es dann am Ende rauskommt. Da hoffe ich auch noch an Poppy vorbeizukommen, ehrlich gesagt. Ich hab damit der rutschige Hinterreifen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass du das Ding zu Ende fährst, wenn ich ehrlich bin. Ich will ja keinen Druck aufbauen oder so. Rosa hat schon den ersten überrundet. Der ist in die Box gefahren. Rosa übertreibt so richtig. Was mache ich denn jetzt bitte? Ich fahre gerade einfach nur und das nicht mal schnell, um ehrlich zu sein. Schon zügiger. Es sind inzwischen 1,38er Zeiten. Ich wollte gerade sagen, mir krabbelt was über den Monitor, aber war das dieser scheiß Helikopter im Spiel, Alter? Voll krass. Das ist ganz eigentlich, wenn immer mal wieder so ein Flugzeug so niedrig über die Strecke fliegt. Oh! Aber die Reifen sind kalt, ne? Naja, lass sie mal kalt sein. Also die Kurve ist immer noch nicht deins, Fresh. Warum? Weil du hier so eckig fährst. Geht schon. Ich liege am Controller. Was du nicht sagst. Trotzdem kann man runterfahren mit dem Controller, als was Fresh macht. Klar kann man das haben. Ist das effektiv? Dafür müsste man feinmotorisch besser drauf sein. Da geht ja schon Fresh mit dem Kopf ja auch Schrauben mit dem Hammer rein. Ganz knapp nicht im DRS-Fenster. Schade, bin ich schon schön rausgefahren. Ja, solange du nicht einen Fehler machst. Den habe ich gerade gemacht. Ihr müsstet jetzt richtig Zeit gewinnen. Oh, da ist der Poppy schon. Schnell.
Konzentration ist wieder bei jedem hoch, ne? Welche Konzentration? Nein. Ich lese nebenher Zeitung. Du liest nebenher Zeitung, genau du. Hildesheimer Tagesblatt. Oh, fresh. Was ist los? Das macht nichts, wenn der Wagen hinter mir mich überholen will. Er hat eine Zeitstrafe. Ja, als ob du keine bekommst. Jetzt mal ernsthaft. Ich hab noch keine. Ich hab noch nicht mal eine Verwarnung. Eine Verwarnung habe ich. Und ein Mauertitscher. Da vorne kommen auch schon Überrundungen. Oh, das wird gut. Ich. Da gibt's Würze. Würze? Außerdem, wenn ich weiter so 2,8 Sekunden pro Runde aufhol, Poppy, na, dann ist das scheißegal. Ja, das machst du nur die ersten 5 Runden und dann ist vorbei. Ja, reicht aber dann. Da bin ich schon 3 weg von dir. Mindestens mal. Hoffste. Ja, aber das sind so die Sachen, wo ich dann nochmal reinkomme am Ende. Ach, Bullshit. Bullshit, sagt er. MG hatte auch Hoffnung, an mir dran zu bleiben und dann zack, 4 Sekunden rein. Ja, gut. Die Ultras sind echt nicht meine Reifen. Ja. Weil Rufus auch stark rankommt. Aber auch bei Poppy haben die schnell abgebaut. Ja. Ich fahre nicht Poppys Setup. Nee, aber ich meine ja trotzdem, dass die auch bei Poppy schnell abgebaut haben. Der hat die Hypersoft gefahren. Wer hat Hypersoft gefahren? Poppy. Nein, jetzt. Nee, im Nachhinein jetzt haben die abgebaut. Ultra. Er fährt gerade Ultra. Am Anfang habe ich Hyper gefahren. Und da war ja das Problem, dass die Hypersofts dann irgendwann anfangen hinten zu rutschen. Ja, bei der Ultra, ist er auch jetzt nur 2 gute Runden gefahren oder so und seitdem. Naja, aber ich bin immer in 36er Zeit, also so ist das nicht. Ja. Wobei, du kannst keine 36er jetzt gefahren. Eben kommen. Jetzt nicht, aber ja. Bisher habe ich es immer. Und die Runde davor auch nicht. Ach. Die Runde davor habe ich dir sogar noch mehr abgenommen als jetzt. Abgenommen? Oh geil, muss ich meiner Frau sagen. Die wird sich freuen. Die glaubt das nur nicht. Außer sie ist blind. Und hat kein Gefühl mehr in den Händen oder so. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,9 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8,9 Sekunden. Jetzt kommt für Poppy gleich die erste Überrundung. Ja, wie Jeff mich hier voll anfeuert, ey. Der sieht, dass du kommst. Ja, klar sieht er das. Ist doch schwer zu übersehen. Wird ja immer größer in deinem Rückspiegel. Ich habe keine Rückspiegel. Das ist immer welche einmal. Aus gewichtstechnischen Gründen in der Garage gelassen. Dann kannst du ja nicht unbedingt abgenommen haben. Nö. Vom Teller an. Oh. Was ist los? Kommst du quer, siehst du mehr? Ja, ab und zu. Wolltest du mal die Zuschauer angucken, oder was? Ja. Weil da so sitzt alles. Ob deine Freundin heute auch gekommen ist oder nicht? Wie versprochen. Wladimir sitzt hier. Wladimir. Bei mir sitzt das Svetlana. Ach, das ist erstmal die Überrundung hier. Okay. Ach, 7 fucking Runden. Mach dich breit, Poppy, mach dich breit. Ich bin breit. Oh, Grosjean sehr fair. Nee, jetzt sind hier die Karnevalswagen unterwegs.
Sind sie so langsam unterwegs, oder wie? Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, die fahren ohne Flügel, die parken in den Kurven. Geil. Und jetzt hat hier noch einer einen Motorschaden vor mir, großartig. So geil, der Toro Rosso gewesen sein. Lauf bei dir. Dann wäre es noch geil, wenn so Öl auf der Strecke wäre oder so. Ich glaube, das gab es in F1.06 das letzte Mal, das Öl auf der Strecke. Schreibt er sich auf, um dann sowas dann vorzutragen. Es gibt doch Leute, die können sich sowas merken. Für mich unnötige Infos. Ja, ist doch schön. Hartley. Der Mensch ist ja realistisch. Come on, Blue Flags, Blue Flags. Beschwer dich nicht, du bist eh schon was dran. Was hast du gesagt? Eh schon durchs ganze Feld. Hat er dich auch schon, oder was? Also ein Red Bull ist mir bislang noch nicht begegnet. Hm. Ja, der eine wurde ja abgeschossen. Den anderen müsstest du eigentlich nicht mehr haben. Wurde abgeschossen? Ich wurde doch gar nicht abgeschossen. Welches? Du bist auch nicht abgeschossen worden, du bist mir hinten reingefahren. Wollte ich gerade sagen, du hast abgeschossen, wenn ich überhaupt. Ich bin mir überhaupt nicht hinten reingefahren, du standst quer und hast mir den Weg versperrt. Ja, trotzdem habe ich dich nicht abgeschossen. Wie war das, der auffährt, ist immer schuld, ne? Das war die Rache für Frankreich. Die Rache für Frankreich. Ich wollte Rufus, glaube ich, noch was für Österreich letztes Jahr, oder? Da muss ich ihm noch einen mitgeben. So, da bin ich doch ausgeschieden. Ja, aber hat mir ja nichts gebracht, dass du ausgeschieden bist. Klar. Ja, nee. Wie, du hast keinen Bock mehr? Ich hab 12 Sekunden Zeitstrafe. 12 Sekunden! Ja. Ich muss ja irgendwie aufholen. Alles ja, mit Zeitstrafen kannst du nicht so wirklich haben. Ich hab 4-mal ja Strafe gekriegt. Dann hast du 12-mal abgekürzt. Nee, einmal kam die direkt danach, direkt zack. Dann hast du aber ordentlich abgekürzt. Bist du erst mal gerade ausgefahren oder was? Nein. Deswegen hast du so aufgeholt. Das nenne ich aber ein Gerücht. Na, Louis. Der Bann. Ich würde mir wünschen, wenn Platz 1 und 4 jetzt ausscheiden würden. Ah ja, nicht 1 und 4, 1 bis 4. Du bist ja böse. Ja. Du hast am lautesten gelacht, als wir da an der Ecke standen. Aber ich habe die Quittung sofort gekriegt. Das stimmt. Also von daher, back mal kleine Kirschen. Ja, ist das schön gerade ausgefahren. Quittung wäre eigentlich, dass du jetzt dich absichtlich zurückfallen lässt und mich vorbeilässt. Wäre ich dafür, also. Ne? MG glaube ich auch, oder? Obwohl, ja. Solange du verfresht bist, also. Poppy, wenn du mich vorbeilässt, ne? Im Fünfer kriegst du. Dann mach ich nicht mehr mit, ganz ehrlich, kann ich mich nicht rein. Oh, dann kriegst du einen Zehner. auf einmal wird's wertvoll, das ist nicht. Mal sehen, wo wir ankommen. Bietet euch doch mal hoch. Ja. Ist doch nicht die Geldscheiße. Zum Glück bin ich 45 Sekunden weg von Bottas. Kannst du nochmal in die Box fahren? Nee, wegen den Strafen. Ach so. Lass dich zurückfallen im GW Fight noch ein bisschen. Nee, nee.
Das geht böse für mich. Ja, das geht für mich ohne Punkte aus. Ja, weil du die wieder querstellst. Nee, nee. Darfst dich ja nicht querstellen lassen. Wir haben eine Minute Vorsprung vor Bottas jetzt. Gelbe Flagge MG liegt hier, lol. Jetzt bin ich auf einmal Vierter. Hä, was? Hä? Was war das denn? Ich hab mich halt gedreht, ein Stück. Wie geil war das denn? Oh, dann kann ich ja jetzt locker runterfahren hier. Wieso? Ja, weil ich auf Rufus 9 Sekunden habe und nicht nur 6. Ich habe eh 12 Sekunden Strafe. Ja, ich habe 6. Ach so, da ich hätte ja 6 Sekunden vor dir sein. Und auf MG hatte ich ganze Zeit 6,2 oder so. Und ich denk so, kacke. Noch das letzte Fett hier rausgepresst und so. Ja, dann kann ich ja ganz locker runterfahren. Das wäre noch mal eng geworden, MG. Hast du eine Strafe, MG? Nö. Nein! Genau, nein. Los, gib Gas. Ich hab einen kaputten Frontflügel. Ich hab schon gedacht, jetzt beende ich das Rennen schon wieder nicht. Lange hast du durchgehalten. Schauen wir mal, ne? Da sind schon ein paar Sogwirkungen, die hier mit kaputten Frontflügeln Flügel ein bisschen kacke sind. Also ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall in die Box fahren. Why not? Boah. Ich komme nicht mehr um die Kurve, ich hab untersteuern. Ja, ist so klar mit kaputten Fliegen. Puh, Fahrer vor mir. Teamkollege ist in der Box. Ja. Ich hab eine Minute Vorsprung vor Bottas. Jetzt musst du noch eine Strafe absitzen. Nee, zum Glück nicht. Mann, ist keine Stop and Go oder so. Haben die was an der KI gemacht? Nö, warum? Die lässt einen so gut durch. Lässt die mich immer. Ich hatte da noch nie Probleme. Oh, ich sehe Dose. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ja. Weiß nicht, wie du mich gesehen hast. Bist du da drüben irgendwo lang gefahren? Ich bin in der Box gewesen, ich hab dir gewunken. Wurdest du überrundet, ja? Das kann eigentlich gar nicht sein, weil ich gerade jetzt erst auf Stadtziel fahre. Ja, du warst auf der Gegengeraden von der Box. Das kann sein, das stimmt. Ich bin doch nicht blind, ey. Naja. Ich kann nicht über die Streckenbegrenzung schauen. Muss mal ein bisschen größer werden, mein Freund. Das ist schlecht für die Aerodynamik. Und kriegst du Poppy noch fresh? Nee. Ich glaube, das versucht er auch gar nicht mehr. Nee. Wollte ich gerade sagen, das hat er doch schon angekündigt, dass da Feierabend ist. Ich fahre ja bequem meine Ründchen. War ja auch prompt eine 1,38. War das Ding hier zu Ende. Wenn du dich schnell entfernst von Bottas, dann lasse ich dich noch vorbei. Ach nö, ich hab Bock, die schnellste Runde zu fahren. Dann mach das. Du hast doch schon die schnellste. Nein, ich hab die schnellste. Ja. Echt? Hat... Hä? Ja, der hat die nach dem Reifenwechsel direkt gefahren. Bist du keine 1,34 gefahren, Rufus? Ja, 34,8. Ich bin eine 1,34,5 gefahren. Richtige Schiete. Ich glaub, die ist drin. Ich wenigstens eine 34,2 von dir sehen. Minimum. Jetzt habe ich Druck. Rennen nicht beendet. Die hält aufs Klo. Gleich kommt so, oh nein. Oh nein. Schnauze. Oh nein.
Die letzte Runde des Rennens. Ja. Hat er mir auch gesagt. Zeit für Rufus auszuschalten, oder? Ja. Eigentlich macht ihm das sowieso nichts mehr, weil alle anderen überrundet sind. Ja. Also die letzten, die überrundet haben, vor Bottas irgendwann, wenn er vor Bottas irgendwo liegt. Nicht schlecht. Danke. Hui. Hui, sagt er. 11 Sekunden auf MG. So viele Strafen kriege ich nicht mehr. Oh. Glückwunsch, Dose. Merci. Ich habe mir dafür schon einen Hotkey gemacht, dann muss ich das nicht mehr selber sagen. Also beinahe hätte ich doch noch eine Strafe bekommen. Bei zwei Verwarnungen hatte ich schon. Na, für der? Alter, und wieder 30 Sekunden. Wie machst du denn sowas? Du kürzt doch irgendwo ab, ey. Ich habe zweimal abgekürzt. Wobei einmal war, nachdem ich... Wär's jetzt in dich reingeknallt? Eieiei, was für ein Rennen. Am Ende nur 5 Schieb dir nicht an. Oh Mann. Jetzt hat er mit dem kaputten Flügel noch den Abtrieb, so hinter dir herzufahren. Das glaube ich ja wohl nicht. Ja, Rufus, bist du doch mal schneller gefahren. Freigeschalten, ja. Zielstrebig. Ich auch. Hui, noch mehr was Teile. Was auch immer das heißt. Bestimmt fahre 12 Multiplayer-Rennen oder so. Das ist das 12. Das hatte ich vor 2 Rennen schon oder so. Da hast du eine Gurke im Gesicht, ey. Fresh macht sich ja mit Absicht. Nee, das ist ja Dose. Ei. Hat er sich ummodelliert oder wie? Richtige Gurkennase, echt? Ja, ja. Boah. Fresh will nicht nass werden. Ein schönes, spannendes Rennen. Poppy hat keine Strafen, Dose hat keine Strafen und ich habe keine Strafen. Läuft. Nice. Also. Wir sollten öfters mal Rennen fahren, wenn ich Urlaub habe. Dann läuft's auch mit den Nachbarn, oder? Ja, Siggi. Nee. Na, Wahnsinn. Guck mal nochmal in die Rangliste. Dose ist weit weg. 100 Punkte ist mittlerweile vorn. Vor Rufus, dann kommt Fresh mit 11 Punkten hinter Rufus. Dann kommt Poppy und ich irgendwann relativ weit hinten. Dose, an welchen Tagen hast du keine Zeit? Da nehmen wir ab sofort auf. Konstruktionsmeisterschaft, die See für den Arsch. Naja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt uns was in die Kommentare. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen ciao und tschüss, bis zum nächsten Rennen. Ciao. Tschüss. Tschüss.